Wo ist der Punkt? Ja, wahrscheinlich! Hey, Dicko, wie hast. Was? Du bist doch so behindert, was stehst du denn in der Verstreckung rum? Bonsoir, Muchachos, da sind wir wieder, eure Losers, ich bin der Dicko und wir zocken eine Runde GTA Custom Map Rennen. Wir sind auf der Map. Wie heißt die? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube. Level Asian! Die hat keinen Namen. Kein Namen, Level Asian. Wir sehen da oben schon so ein komisches Ding. Es geht schon los. Auf jeden Fall wieder ziemlich skillig. Die wird richtig skillig. Wie immer, der Link ist in der Beschreibung auch. Intro-Lied ist natürlich auch in der Beschreibung. Wo geht's hier lang? Da echt? An der Seite? Oh yeah. Deko, freu dich nicht zu früh. Du bist vor mir, das heißt, ich kann dich wegknallern. Achso. Ja, du hast ja Skill wie sonst noch was, ey. Unglaublich. Ich war so nett und hab dir nur auf die Reifen geschossen. Und dann kommt sowas. Ich hab meinen C4 auch noch auf den Reifen geschmissen. Hä? Ach so, Anschwung. Ich verstehe. Na, Deko ist nicht dämlich, ne? Hast nur manchmal. Reifen zerschossen? Ah, hast du. GG. Ich hab's auch nicht geschafft. Ganz ehrlich, wir haben jetzt ja die Barty im Gepäck und die Barty, die ist nicht ganz so wendig wie die Sanchez. Aber die ist eigentlich schneller. Jeder kennt den Dirty Sanchez. Deko macht den Dirty Sanchez. Ist das dein Ernst? Wir waren eigentlich schon drüben und dann verkacken wir. Oh, oh yeah. Oh yeah. Bei Deko rollt es wieder. Es rollt wie bei Mick Jagger. Ich weiß es nicht. Bam Jumps! Scheiße. Alter, hat mich aber richtig flach gelegt hier, ey. Meine Fresse. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Sanchez ist echt cooler. Deko, fair-mäßig, wartest du auf mich? Warte! Voll. Oh mein Gott, bist du ein Käse. Oh, Schild! Ich hab den Punkt nicht mal eingesammelt. Nein! Ich wollte dich mit Molotov-Cocktails abschmeißen und bin in die Laterne gefahren. Ja. Jeder kriegt das, was er verdient, mein Lieber. Was? Ja, genau. So habe ich nämlich auch gerade. Was? Das geht nicht. Ich glaube, jetzt hast du es erst gecheckt, oder? Du musst an der Seite lang cruisen. Das habe ich aber auch schon versucht. Und ich, der hat den Punkt nicht eingesammelt. Ey, Alter, die Rampe ist auch richtig behindert gemacht. Ich spring die ganze Zeit. Ahnung, würden wir. Warte mal, ganz ehrlich. Du schaffst es wahrscheinlich immer noch nicht, ne, oder? Die Rampe ist richtig behindert. Die Rampe, hast du geschafft? Nein, deswegen ja. Was machst du? Ich will mir eigentlich ein Auto holen. Wieso ein Auto? Nein, machst du nicht. Oh, ey, ist das denn ernst? Hast du nicht geschafft? Nein. Auto, bleib hier! Du nur versuchst mich in die Luft zu sprengen, ey. Ja, hab ich auch. Bleib, ganz ehrlich. So. Ey, Deko, was soll der Scheiß? Ganz ehrlich! Ich versuch's. Nicht im Leben fängst du an zu schummeln, Alter. Schummeln? Mit Autos ist das wahrscheinlich noch schwerer. Wahrscheinlich. Ey, ganz ehrlich, man braucht richtig viel Anschwung, kann das sein? Ja, ich fahr jetzt gerade mal ein bisschen nach hinten. Nein, komm ich mit, mein Lieber, komm ich mit? Viel Spaß. Viel Spaß! Nein, du hast meine Reifen auch getroffen. Oh ja. Das war der Plan. Deko, du weißt aber schon, wenn wir uns jetzt hier weiter trollen, ist. Wir hören jetzt auf! Das Feuer auf mich eröffnet. Okay, ey, hallo! Ey, wir hören jetzt auf! Ey, das Auto will mich trollen! Das Auto kickt mich! Du mieser Ficker! Ich hab genau gesehen, dass du die Reifen von meinem Motorrad zerschossen hast. Also, hör jetzt auf! Also, Teamplay? Okay, Teamplay. Oh, wie ich dich weggefrackt habe! Dass du mir auch immer wieder vertraust, ne? Und hier, Deko! Und jump! Und! Nein, es war so knapp! Es war sowas von knapp! Ich hab auch, glaube ich, deine Reifen erwischt. Nee, du hast meine Reifen nicht erwischt. Doch, ich glaub schon. Aber Deko, jetzt ernsthaft, jetzt ohne Scheiß, jetzt machen wir Teamplay. Wenn du Nein sagst, dann baller ich dich gleich ab, also. Warum vertraue ich dir ansatzweise? Du hast mit der Scheiße angefangen, du musst.
Du bist doch ein dreckiger Hund, ne? Okay, den Punkt machen wir jetzt ohne Trollen. Ohne Trollen. Wir beide starten gleichzeitig, sodass wir beide dieselbe Chance haben. Hauptsache, du hast mit der Scheiße angefangen und jetzt willst du, dass ich damit aufhöre. Ja, ich bin erwachsen, Deko. Ich weiß nicht, ob du auch erwachsen bist. This is not how the game goes. Okay. Jetzt nur nicht einen Unfall bauen. Vollgas! Und Deko, wenn du mich jetzt wegknallst, dann... Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Nicht mal ansatzweise! Ey, die Rampe ist aber auch... Ah, warte mal, ich habe jetzt Next-Level-Idee. Wir versuchen hier immer gerade zu fahren. Aber ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du ein bisschen zur Seite fährst und seitlich den Punkt dann einsammelt. Was man noch sagen muss zu der Map, die hat eine Weiterempfehlungsrate von fucking 70%. Ja, also die ist schon, die soll nicht Käse sein. Man könnte meinen, dass es zumindest irgendwie einigermaßen flüssig läuft. Oh. Oh nein. Oh. Ich hab ihn! Jawohl! Du musst seitlich fahren. Ich warte ja noch auf dich. Mir ist beim Anschwung holen ein Geländewagen im Weg gefahren, den bin ich ausgewichen, dann die Laterne gefahren. Das machen nämlich erwachsene Leute. Die Schnauze, erwachsene Leute. Wahrscheinlich die warten. Zettest du schon die C4-Pfeile ab, ey. Was für eine C4? Ey, denkst du so Käse von mir? Du bist so Käse. Ich warte jetzt echt nicht mehr lange, mein Lieber, ne? Ey, ich bin sogar schon seitlich die Rampe hochgefahren, ich bin trotzdem dagegen geklatscht. Nee, du musst ja noch weiter seitlich fahren, du musst den Punkt ja seitlich einsacken. Aber mit Vollspeed. Das war Vollspeed. Was, echt? Von komplett hinten von der Straße angefangen. Ja, du musst wie gesagt seitlich. Du darfst nicht Schnauze gegen die Vorderscheiße hier fahren. Halt einfach die Schnauze. Ey, ganz ehrlich, Deko. Entschuldigst du dich? Verpiss dich einfach da. Okay. Ey, jetzt fährt mir hier schon wieder so ein fucking Geländewagen. Aber Deko, du brauchst mir hier echt zu lange. Ich mach schon mal ein bisschen Weg gut. Und vielleicht weißt du dann ja, wer der König ist, ja? Muss ich ja immer wieder... Dude, direkt verkackt erstmal. Oh, der König, ey. Hauptsache, er wird noch eingebildeter. Wie so ein Paris Hilton, die sich gerade die Titten hat machen lassen. Und? Shit, ich dachte, ich muss nur halb Vollspeed, aber wir müssen da auch schon wieder richtig Vollspeed machen. Ich bin auf Höhe des Containers, genau am Container vorbeigeflogen, durch diesen Punkt. Hab ihn nicht bekommen. Ich aber schon, mein Lieber. Boah, wir sind gestorben, please! Was ist denn verkehrt mit dem Jungen? Der hält ja gar nichts aus. Warum hast du eigentlich wieder den scheiß Verkehr angelassen, ey? Ja, das macht es natürlich schwierig, das ist Level Asian Deko, was erwartest du denn? So viel wir sind ja nicht im Kindergarten, wir sind ja nicht bei Barney, bei dem... Ich checke nicht, wie in einem Menschen so viel behinderte Scheiße sein kann. Deko wird aggressiv. Oh, hier ist auch nice. Oh, was, da kann man rüberfahren? Okay, sexy. Okay, doch nicht. Aber ganz ehrlich, Deko, das ist nicht so schwer, dass man da so krass verkackt. Was machen die Autos da? Da hätte man auch richtig geile Sachen machen können, wenn man zu zweit hier wäre. Aber nein, Deko hat ja wieder da hinten irgendwie schon verkackt. Ich versuch's einfach noch ein paar Minuten lang. Wir sind schon bei der nächsten krassen Stelle jetzt. Und... Da ist schon das Ziel! Da ist schon das Ziel! Oh, Deko, I'm so sorry. So. Jetzt nochmal Konzentration. Warte mal, war das geradeaus? Müssen wir geradeaus fahren? Ich glaube, es war geradeaus. Ja. Dann hier einmal die Kurve. Diese leichten Maps sind immer gut bewertet. Ich finde echt, wenn das... So nicht wahr. Oh, das war so dämlich. Ich komme hier gerade echt nicht weiter. Ganz im Ernst, wer diese Map gemacht hat, dem gehört irgendwie 7-mal ins Gesicht getreten. Das ist einfach, Deko! Dann gehören ihm die Eier von einem Schleusenwärter umgerührt. Geöffnet. Wie den Punkt haben wir und jetzt heißt es nur noch ein Jump und dann sind wir im Ziel. Und das wäre dann das dritte Mal hintereinander, dass wir Deko weggehauen haben. Und kommen wir direkt rein? Hast du gestern auch gewonnen, oder was? Erster Platz! Und jetzt schauen wir nochmal Deko über die Schulter. Macht er überhaupt weiter? Chillt er da? Raubt er irgendwen aus? Versucht das mit dem Auto? Sprengt er sich in die Luft? Nein, er chillt. Deko, du versuchst es nicht mal. Ich hab's gerade versucht, bin abgesprungen, bin hier auf dem Dach gelandet. Ja genau, zünd dich an! Burning Man! Sehr schön! Also, Chachos, das war die erste Map.
Deko hat da echt kläglich versagt. Deko, was war der Grund? Der Grund war, dass mein Penis noch in deinem Arschloch festgehangen hat. Also Muchachos, bis gleich bei der zweiten Map. Hallöche Muchachos und seid herzlich willkommen bei der zweiten Map. Wir sind jetzt dabei und machen wieder eine Looping-Map, nachdem Deko gerade bei der Parkour-Map doch ziemlich verkeckt hat. Vielleicht ist das ja eher sein Ding. Und das ist eine Turtle-Map, das heißt, man muss eine Looping-Strecke fahren und dann landet man auf dem Kopf und muss dann irgendwie weiterfahren. Aber das werden wir dann ja selber sehen. Erstmal hauen wir Deko wieder zu Brei und sogar ein Wallride ist dann nebenbei. Woo! Oh, Cheater-mäßig haben wir den aufgesammelt. Sehr geil. Deko will wahrscheinlich jetzt wieder. Hab ich dich auch? Hab ich dich auch? Ja, Mann, ich hab dich auch, mein Lieber. Oh, nein, wieder überdreht. Ja. Ja, wir nehmen den Punkt hier noch mit. Explodier noch mal eben. Und weiter geht's hier. Und Deko ist so weit vorne jetzt schon. Nice! Was? Wohin? Ach hier, okay. Es sind ganze 3 Runden. Woo! Nice, okay. Das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir hier nach unten wieder. Also das ist wohl dieser Turtle Slide. Hier nach unten. Und... Was? Wie? Was zum Fick? Wie soll das bitteschön gehen? Ey, das ist ja... Das wäre so random, wenn man das direkt schafft. Jetzt muss ich hier wenden? Ist das dein Ernst? Wo ist der Punkt? Ja, wahrscheinlich! Hä, Deko, wie hast... Was? Du bist doch so behindert, was stehst du da mit in der Strecke rum? Wie hast du das denn? Ey, ich hab das so easy hinbekommen und dann steht dieser Bastard da auf der Strecke. Okay, ich folge dir. Ach so geht das! Oh, ich hab mich nämlich da schon gesehen. Ja wohl, Alter, ah, ich verstehe. Gut gemacht, richtig easy, mein Boss, da kannst du nicht verwenden. Ey, ja, hallo, ich brauch eben ein bisschen länger für Wundert, wundert niemanden. Ey, Hauptsache, da steht er mitten auf der Strecke und... Ich bin eine Schildkröte, ich komm nicht mehr hoch. Oh, nein, ich hab mich schon wieder gedreht da. Ja, aber zum Glück haben wir 3 Runden eingestellt. Oh, diesmal verkacken wir so unnormal. Oh je. Yeah. Oh, Deko, warte mal bitte auf mich, das ist sonst wieder unfair. Ey, 3 Runden, da kann viel passieren. Ist das dein Ernst? Schon wieder Nein, dreh dich? Schon wieder? Ja, du bist immer noch da. Ey, das ist nicht schaffbar. Nein, doch, nein. Ich habe 2 Versuche gebraucht, zu beide. Nicht aussteigen. Ich will nicht aussteigen. Oh. Immer dieses Aussteigen, man denkt, man verkackt und denkt, man muss jetzt respawnen und dann, ach nee. Ja, genau. Doch noch einigermaßen. Nein, ich hab's mal so knapp. Ey, dass du das so easy peasy mal eben gemacht hast, ne? Ey, please. Runde 2. Also das ist... Sowas ist echt für Deko. Parkour kann er gar nicht. Und bei sowas scheint der Junge. Ich bin der miese Profi im Parkour, Alter. Oh! Das war gerade kein Parkour, das war eine Bastard-Jump-Map, ey. Ey, die Map ist super geil. Die ist echt gut. Aber wir haben gerade sowas von verkackt. Wir haben so viel Zeit verloren. Zum Glück haben wir 3 Runden lang gemacht. Deko muss jetzt die ganze Zeit verkacken. Und ich feier mich. Wenn ich das Ding jetzt nicht beim ersten Mal schaffe, dann gebe ich dir nächstes Mal im Club ein Bier aus. Das ist ein Deal. So, erster Try. Aber nicht, ja, also. Erster Try. Deko beherrscht dich. Oh ja, das sieht gut aus. Nein. Sieht ziemlich gut aus. Nein. Und es gibt kein Bier für den Hast du direkt geschafft? Ja. Ey, ist das dein Ernst? Ich bin knapp hinter dir, guck mal auf die Map. Dass du das wirklich direkt gepackt hast. Jetzt scheint der Deko wieder. Das war gerade so peinlich für den Jungen, dass er jetzt seine Eier mal wieder zusammengesucht hat. Time to shine. Nämlich wieder irgendwo verloren. Oder auch stay as you are. Oh, shit. Ja, einfach dieses gerade fahren, das kriege ich nicht hin. Ich brauche immer so ein bisschen links-rechts-drall. Ein bisschen Action hier, ein bisschen Action dort. Du brauchst links und rechts ein bisschen Cock am Straßenrand zu rutschen. Erst dann kommt der Junge klar. Ey, mit Deko ist die Folge gleich ziemlich niveauvoll. Gut, dass irgendwie Albert Frankenstein vom Niveau redet, ey. Warum Albert Frankenstein? Keine Ahnung.
So, jetzt sind wir auch wieder bei diesem Turtle-Shit. Warum? Erstes Mal, komm. Erstes Mal. Schleusenwerte. Muchachos, wir haben übrigens ein neues Lieblings-Schimpfwort. Den Schleusenwerter. Nico hat nämlich erzählt, dass der Schleusenwärter echt eine, also wenn ihr nichts zu tun haben wollt, dann werdet Schleusenwärter. Ist so. Erstmal ist es eine aussterbende Rasse, weil die ganzen Schleusen von Computern bedient werden. Aber so ganz kleine Schleusen werden noch von Menschen bedient. Das Problem ist nur, dass bei den ganz kleinen Schleusen einfach manchmal tagelang niemand vorbeikommt und die sitzen aber die ganzen Tag nur vor ihrem PC und machen nichts. Das heißt, stellt euch einfach... Nein, fuck. Hast du nicht geschafft? Oh, ich hab's nämlich direkt beim zweiten Mal geschafft. Ich kann jetzt aufholen? Direkt beim zweiten Mal. Also wenn ihr echt einen chilligen Job haben wollt, das scheint der chilligste Job in Deutschland zu sein. Keine Schleusenwärter. Einfach Schleusenwärter. Und Deko, och, wir kommen please, immer näher. Ey, jetzt bin ich 3 Millimeter dein Kopf schon riechen? Der dürfte ein bisschen streng nach Meer riechen, nach Fisch. Was, dein Arschloch? Boss, das Arschloch riecht ein bisschen streng nach Fisch. Aber so ist das bei Fuß. Ach ja, immer wieder schön mit Deko. Hat Deko es dir schon geschafft? Er hat es jetzt geschafft, ja. Oh nee, okay. Da geht die Runde wohl echt an dich. Wie nicht anders zu erwarten. Aber wir haben echt nice wieder aufgeholt. Also, das ein darf bisschen. Man mir nicht vorenthalten. Die erste Runde haben wir einfach so krass verkackt. Dass Deko das so randommäßig direkt gepackt hat. Ich hab selbst diesmal, weil ich noch glaube ich 3 Versuche gemacht habe. Wir machen das direkt beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal haben wir. Kommst du jetzt beim ersten Mal durch? Wie bitte? Du bist jetzt gleich wieder da. Kommst du beim ersten Mal durch? Nein! Ich brauche noch einen Versuch. GG, dann würde ich sagen, du hast noch 30 Sekunden. The stage is yours! Oh yeah! Und jetzt gucken wir mal Bossa ein bisschen zu. Was macht denn der Junge da? Oh, Promise, ich hätte das gerade gepackt, Mann! Ich sehe noch nichts. Der Bildschirm ist doch schwarz. Schalten Sie zu. Oh ja, da ist er wieder. Ach, gerade als er es geschafft hat. Schade. Gerade habe ich es geschafft, jawohl. Aber das schaffe ich nicht mehr in 10 Sekunden. Also, Deko, ich würde sagen, erste Map habe ich dich richtig abgezogen. Und diesmal, ich würde nicht sagen, dass du mich richtig abgezogen hast, aber na, du hast auf jeden Fall mit Abstand gewonnen. Krass, Jungfahrt, ey. Also, Deko, der Schleusenwärter, herzlichen Glückwunsch. Das Rennen ging auf deine Kappe. Und ich würde sagen, das wird das erste Mal sein, dass wir innerhalb der Folge switchen. Erste Folge meine Sicht, zweite Folge Dekos Sicht. Oh yeah. Boom, in Dekos Gesicht. Boom, Däumchen nach oben, Muchachos, dafür. Und reingehauen. Bye, bye. Ciao, ciao.